Freunde, im heutigen Part haben wir den wahrscheinlich strangesten Mario Bros. U-Hack aller Zeiten gespielt. Was soll ich großartig zeigen? Seht einfach ganz kurz rein. Bis ins erste Level hinein und... Wir wollen ja nicht mehr lange um den heißen Brei herumschnacken, wie Babybrei-Tester. Wenn dir das Video gefällt, lass einen Daumen nach oben da und falls du neu auf diesem Channel bist, abonnier noch gerne und aktiviere die Glocke wie der Glöckner von Notre Dame. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Sagen Sie mal, Boss. Hä? Warum haben Sie nichts an? Die Frage ist ja wohl eher, warum hast du Klamotten an? Wie? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wollte ich Ihnen sagen, dass ich einen passenden Mario Bros. U-Hack extra für Sie gefunden habe. Ach, meinst du, weil ich atemberaubend bin wie dieser Helene Fischer-Song? Nee, das meine ich jetzt nicht. Ah, du meinst, weil ich großzügig bin wie Hauptbahnhöfe? Nein, auch nicht. Achso, okay. Du meinst, weil ich ganz in Ordnung bin, also wie aufgeräumte Zimmer? Nein, nein. Weil ich immer den Durchblick habe wie Sniper-Schützen? Halt Sie zum Maul, okay? Okay. Ich habe einen Super Mario Bros. U-Hack gefunden, der strange ist, genauso wie Sie. Moin Freunde, mein Name ist David mit einem Umlaut und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, was glaube ich noch stranger nicht werden kann. Im Übrigen, bevor irgendwelche Fragen jetzt auftauchen, ihr fragt euch bestimmt, warum ich meine Haare heute nicht gemacht habe. Und das liegt daran, dass Merkel mal Friseure aufmachen soll. Angela Merkel, mach Friseure auf. Hey, ich wollte gerade richtig abdancen, Mann. Naja, ich habe mir auf jeden Fall gedacht, da wir jetzt im Februar angekommen sind und sowieso in 10 Monaten Weihnachten ist, dass man sich eine Weihnachtsunterhose auf den Kopf ziehen kann. Naja, Freunde, wir befinden uns heute in einem neuen Super Mario Bros. U-Hack. Das Besondere ist, es handelt sich um ein Mario Bros. U-Meme-Hack. Was genau das bedeutet, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir starten einfach ins Game hinein und ich bin gespannt. Also mir gefällt auf jeden Fall die musikalische Untermalung bisher. Also die Overworld scheint schon mal normal auszusehen. Hier wurde auf jeden Fall nichts verändert. Aber ey, die Musik, muss man sagen, passt voll zur ersten Welt. Also das hat Stil. Das hat richtig Stil. Sheesh. Bevor wir noch lange um den heißen Brei herumreden, wie Babybrei-Tester, sind wir jetzt back. Wir rücken auf Englisch. Und genau deswegen geht's ins erste Level hinein und... Bruder, was geht ab? Okay, zweiter Versuch. Speedrun. Oh, wow. Oh, was geht ab? Oh, was geht ab? Was geht ab? Oh, was? Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir müssen mit Bedacht an dieses Level hinan. Hier. Bubble. Wir müssen mit Bedacht in dieses chaotische Level hinan. Oh Gott, was passiert hier eigentlich? Digga, es ist... Okay, wir müssen über die Münze springen, weil ansonsten fallen wir runter. Ich... Oh, boah. Junge, diese Lava, ich kann nicht mehr reden. Warte mal. Nein, ich wollte gerade noch zu den... Mann, weiß, warum ist hier ein Bowser-Fight? Okay, wir beruhigen uns wieder. Wir haben erstmal hier einen Bowser-Fight. Mitten im Nichts. Wir haben im Hintergrund irgendwie mathematischen Hintergrund, angehaucht auf Geometrie. Dash. Bruder, why? Okay, bevor wir jetzt in den Tod runterspringen, können wir uns... Jawohl, ein Item! Das war knapp, beinahe hätten wir das Item direkt wieder verloren. Okay, Bowserino, was kannst du mir zeigen, Alter? Ey, das ist momentan, das ist so strange, dieser Hack. Ah, okay, hat sich ja richtig gelohnt mit dem Item. Also, wir müssen höchstwahrscheinlich darauf... Oh, nee! Darauf warten, dass Bowser hochspringt. Bowser hat unsere Chance! Holy... Warum hat die Kamera da so raufgezoomt? Ey, Digga, ich verstehe gar nichts. Was passiert hier eigentlich? Das ist so strange bisher. Wenn ich ehrlich bin, habe ich gar keinen Bock ins... Komm, let's go. Tilted Tunnel... Tunnel... Tilted... Bruder, was... Was passiert hier? Okay, so ein zweites Mal werden wir an dieser Stelle nicht hops genommen.
Hier sind versteckte Blöcke, oder? Ja, okay, da kommen wir nicht ran. Jetzt können wir hier prinzipiell durchspringen, weil so ein Feuerball die Blöcke weggenommen hat, richtig? Oh, lol, schaut euch das mal an, hui! Okay, wir sind schon mal ein kleiner Mario. Können wir eigentlich auf die Dinger hier draufspringen? Mich würde es interessieren, ob wir da drauf... Ich möchte da oben draufspringen, bitte. Irgendwie klappt das nicht so gut, wenn ich da drauf springe. Oh, Chipenya, balaba. Okay, bevor wir irgendwas machen, nehmen wir erstmal die Gumberinos Hops. Das klingt auch nach einem guten Plan, oder? Ah, oh Mann, oh, Hilfe! Ich blick gar nicht mehr durch. Okay, hier ist noch ein Block. Und der Block wird erstmal wieder weggenommen. Kommen wir denn jetzt... Oh Gott, das war ganz dumm. Ganz dummes... Warum sind überall Blöcke? Zehner, dass hier ein Block ist. Ja, aber gib mir den Zehner, Alter. Oh, ich habe Angst rüber zu springen. Ich habe richtig Angst rüber zu springen, weil ich fast... Ich wusste es, dass da irgendwas... Wir gehen gleich Game Over und ich kann das erste Level nochmal spielen. Gebt mir dieses Piss-Level auf die Nerven, Alter. Bro. Oh Mann, oh! Alter Mann, wie viele Blöcke! Ich hab voll mein Mikro angerotzt. Wie viele. Oh, was passiert? Oh nein. Ah, oh, no. Da kann ich nicht stehen bleiben. Oh, Mario, Alter, warum tust du mir. Nein! Nein! Ich bin zu spät abgesprungen! Und da ist die Halbzeitflagge gewesen! Oh. Ich muss erstmal einen Moment drauf klarkommen, weil das Gameplay, was hier passiert, ist einfach viel zu schnell und ich muss so lange nachdenken und es ist so schrecklich. Nein, oh, nur wegen dem Feuerball. Ich habe keinen Bock mehr. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Komm, komm. Oh mein Gott. Nicht sterben. Ich hab jetzt so lange... Oh nein, ich muss nur an die Mittelflagge kommen. Ich muss nur, mehr muss ich gar nicht. Jetzt ist unsere Chance. Nein! Oh ja, jetzt aber. Jawoll. Oh mein Gott. Habt ihr die Mittelflagge gesehen? Die sah aus wie ein Trollface. Wie lange habe ich jetzt dafür gebraucht, um hier hinzukommen? Ich glaube locker eine halbe Stunde oder so. Wisst ihr was? Diese Sternwitze. Da unten nehme ich sogar mit. Warum? Weil ich ein Super Mario Bros. Pro bin. Du kannst mir nichts mehr anhaben. Ich habe eine Mittelflagge. Ist mir egal, ob ich sterbe. Woohoo! Oh, no. Nein. 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 Ich spiel dieses Level nicht mehr. Kein Bock. Was ist das denn? Ich bin der Levelerbauer. Ich trolle ein bisschen rum. Nee, das ist scheiße, Alter. Das macht gar keinen Spaß. So, ich nehme Spielstand, wo die erste Welt bereits gespielt ist. Let's go in das Schloss hinein. Ten out of ten Level Design. Geilo, also dieses Level kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Heftig mächtig. Okay, Yoshi Hill, mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Genau dasselbe, okay? Also, ich würde sagen, wir gehen mal zum Schloss. Das Game verlangt es ja von uns. Hört ihr das? Wir sind im Schloss angekommen und es läuft im Hintergrund einfach... Daryl Sunstorm-Mucke. Oh nein! Oh, Hilfe. Ich bin das zweimal im selben Wege gestorben. Was passiert hier? So, jetzt haben wir es geschafft. OMG. Wow, ich lasse euch erstmal runter. Sehr schön. Also wahrscheinlich muss ich hier im Hintergrund sogar irgendeine andere Mucke laufen lassen, weil Daryl Sunstorm ist einfach Copyright-Music. Das ist auf jeden Fall immer ein sehr gefährliches Gebiet auf YouTube, wo man aufpassen muss. Cooperinos, bitte. No. Wow, also diese Lava ist richtig gut animiert, aber ich glaube im ersten Level war die auch, ne? Schaut mal, hier wäre normalerweise die erste Sternmünze. Also normalerweise, im Normalfall. Aber es ist kein Normalfall, es ist ein Mario Bros. U Meme-Hack.
Und genau deswegen ist gar nichts normal, Freunde. Naja, wir probieren mal. Wow, wow, wow. Haben wir abgespaced, sieht das denn aus? Junge, das wird immer besser. Das wird immer besser, dieses Level. Aber hey, wenigstens bekommen wir endlich mal One-Ups. Das wäre im ersten. Oh, no, 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 no. Oh nein! Na, hey, One-Up, Hilfe! Boomerangs aufpassen. Okay, let's go, Freunde. Ich weiß nicht mehr, was hier passiert. Wir sind jetzt beim Endboss angekommen. Warum ist Donald Duck im Hintergrund? Und warum können wir ihn mit dem Stern nicht erledigen? Und warum steht sein Kumpane einfach so rum und beobachtet uns? Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Lol, wir können ihn nur ohne Stern besiegen. Vor allem die Mucke im Hintergrund. Wow, und das Trollgesänge kommt auch wieder. Sehr schön. Freunde, ich kann mir nichts Wunderbareres vorstellen in diesem Moment. Das war's dann aber jetzt mit dem Hack, oder? Okay. Freunde, es war ein sehr interessantes Experiment, was wir im heutigen Part gewagt haben. Wir haben ein Mario Bros. U Meme-Hack gespielt. Wenn ihr sowas nochmal haben wollt, schreibt sehr gerne unten in die Kommentare hinein. Vielleicht kennt ihr noch einen coolen Hack in dieser Richtung. Ich habe sowas zum allerersten Mal gesehen und genau deswegen haben wir das Ganze auch mal ausprobiert. Ja, eine Erfahrung war es auf jeden Fall wert. Ansonsten werden wir demnächst auf jeden Fall coole Mario Bros. U Hacks spielen. Sowas wie Volcanic Mario Bros. U oder Desert Mario Bros. U habt ihr mir auch fleißig in die Kommentare hineingeschrieben. Ansonsten, falls du neu auf diesem Channel bist, abonnieren und die Glocke aktivieren wie der Glöckner von Notre Dame. Daumen nach oben nicht vergessen und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye bye. Die Frage ist ja wohl eher, warum hast du Klamotten an?